Milliardär Richard Branson, Michelle Obama und Apple-Chef Tim Cook, sie alle gehören dazu. Schon mal vom Top-Manager-Prinzip gehört oder dem 5-Uhr-Club. Viele erfolgreiche Menschen sind extreme Frühaufsteher und sie schwören, das ist das Geheimnis ihres Erfolgs. Aber funktioniert dieses Frühaufsteher-Erfolgsmodell bei jedem von uns? Vielleicht ist es ja auch ein Lebensmodell für Sie. 5 Uhr. Kilian und Lisa testen ab heute eine Woche lang für das Top-Manager-Prinzip. So früh stehe ich nie wieder auf. Also alleine morgens im Dunkeln ist das eigentlich das beste Gefühl. Bei wem bringt das frühe Aufstehen was? Durch tägliche Konzentrationstests finden wir raus, ob Lisa und Kilian Top-Manager-Qualitäten entwickeln. Denn die schwören aufs frühe Aufstehen. Apple-Chef Tim Cook, Milliardär Richard Branson oder Ex-Bahnchef Rüdiger Grube behaupten, wer extrem früh aufsteht, ist konzentrierter und schafft so mehr in der gleichen Zeit. Unsere Testpersonen. Kilian leistet als PR-Berater viel Kopfarbeit. Er erhofft sich durch das Experiment mehr Leistung bei gleichem Zeitaufwand. Ich würde den Tag auf jeden Fall gelassener angehen. Lisa ist Physiotherapeutin. Sie hätte gern mehr Zeit für ihre Patienten. Der erste Tag. Wir starten unser Experiment und schmeißen Kilian gnadenlos aus dem Bett. Oh, bin ich müde. Sonst steht der 27-Jährige immer erst um 7 auf. Kann er tatsächlich mehr Leistung bringen? Oder schläft er irgendwann ein bei der Arbeit? Während Kilian noch versucht, richtig wach zu werden, klingelt auch bei Lisa der Wecker. Punkt 5. Eine Stunde früher als sonst. Aber Lisa ist schneller auf den Beinen. Neben der Konzentration wollen wir später auch die Fitness von beiden auf die Probe stellen. Lisa hat heute viele Patienten und hätte gern mehr Zeit für sie durch bessere Konzentration bei ihren Verwaltungsaufgaben zwischendurch. Dafür würde sie gern wie andere Top-Manager als erstes meditieren. Also sonst plane ich mir mal eine Stunde ein für alles. Das ist dann schon relativ knapp, aber es passt alles noch halbwegs. Und jetzt habe ich dann quasi eine Stunde mehr. Lisa will wie Twitter-Boss Jack Dorsey und andere erfolgreiche CEOs durch Meditation ihre Leistung steigern. Zeitlich schafft sie das sonst höchstens mal für 5 Minuten. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, würde ich schon in die Länge ziehen und vielleicht so 20, 30 Minuten draus machen. Vielleicht kommt ihr die längere Meditation später zugute. Steigert frühes Aufstehen wirklich die Leistung? Der erste Konzentrationstest, ab jetzt jeweils 2-mal am Tag. Die beiden müssen in 2 Minuten aus 500 Buchstabenkombinationen eine bestimmte herausfiltern. Beim ersten Test findet Lisa 34 Wörter und Kilian 26. Ein durchschnittliches Ergebnis. Der nächste Programmpunkt: Frühsport. Denn auch das gehört zur täglichen Routine der Top-Manager. Lisa joggt ab und an, wenn sie Zeit hat. Heute schafft sie es schon vor der Arbeit. Man ist alleine, man kann durchatmen, man hört keine Hupen, keine Sirenen, kein Nichts. Es ist ein bisschen wie Freiheit, wie Urlaub. Kilian ist auf dem Weg zum Bäcker. Sonst hetzt er von hier sofort weiter ins Büro. Heute kann er in Ruhe frühstücken und gewinnt zusätzliche Zeit. Denn anstehen braucht er um diese Uhrzeit nicht. Ich nehme noch einen Börek. Mit Käse. Aber heute bin ich ja ein bisschen. Ich bin gewundert, warum so früh da bist. Ja. Während viele Kollegen noch schlafen, erfährt Kilian jetzt schon, was in der Geschäftswelt los ist. Wissen, das wichtig ist für einen PR-Mann, der Unternehmen berät. Und noch ein Vorteil. Normalerweise komme ich hier rein, bestelle einen Kaffee und ein belegtes Brötchen und gehe schon in die U-Bahn. Kilian setzt sich noch mal zu Hause hin. Heute schafft er an einem normalen Werktag, was er sonst regelmäßig mit ins Wochenende nehmen muss. Ich mache jetzt gerade die Wochenplanung, die ich mir eigentlich für den Sonntagabend immer aufhebe. Lisa hat schon um 7 Uhr morgens ihr Sportpensum erledigt und fühlt sich topfit. Ist schon sehr gut, so einen Tag zu starten. Die ersten 2 Tage sollen sich die beiden an das frühe Aufstehen gewöhnen. Faustregel: pro Stunde früher, 1 Tag Umgewöhnungszeit. Doch kann eigentlich jeder zum extrem Frühaufsteher werden? Wir besuchen Professor Kramer an der Charité. Hier erforscht er die innere Uhr des Menschen. Wer profitiert vom Top-Manager-Prinzip? Ich
Es gibt Frühtypen, wir nennen die auch Lerchen. Es gibt ganz, ganz viele Normaltypen und es gibt auch einige Spättypen oder sogar relativ viele Spättypen, die wir Eulen nennen. Richtige Eulen können ihren Schlafrhythmus nicht so weit nach vorn verlagern. Unsere Testpersonen aber schon. Also alle, die nicht das Gefühl haben, sie werden mitten aus ihrem Tiefschlaf gerissen, wenn der Wecker klingelt, für die kann es geeignet sein. Die können dann auch leistungsfähig sein. Wann genau man am leistungsfähigsten ist, hängt vom jeweiligen Biorhythmus ab. Die Abläufe in unserem Körper haben ihre eigene Taktung. Diese inneren Uhren lassen beispielsweise nachts unseren Blutdruck sinken und verändern unseren Hormonspiegel. Die Leistungskurve erreicht bei den meisten von uns ihren Höhepunkt am Morgen. Der große Vorteil, da alle anderen noch schlafen, ist man genau zu der Zeit ungestört, in der das Gehirn am leistungsfähigsten und kreativsten ist. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn man entsprechend früher ins Bett geht. Zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf empfehlen Experten. Am dritten Tag schauen wir wieder bei Kilian vorbei. Nach der Eingewöhnungsphase wollen wir ihn heute bei seiner Arbeit begleiten. Und testen, ob er durch das frühe Aufstehen tatsächlich leistungsfähiger wird. Inzwischen müsste es ihm ja leichter fallen. Die ersten 2 Tage war es ein bisschen schwerfällig, aber so langsam gewöhne ich mich dran. Da er heute mehr Zeit hat, fährt er mit dem Fahrrad zur Arbeit, statt wie sonst mit der U-Bahn. Der Körper dankt es. 7 Uhr, Kilian ist der Erste bei der Arbeit. Absolute Ruhe im Großraumbüro. Keine nervigen Telefonate von den Kollegen am Nebentisch. Also ich konnte mich auf jeden Fall in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, sehr gut konzentrieren. Es ist nur nicht so viel los. Kilian entwickelt Unternehmensstrategien. Wie immer muss er heute E-Mails beantworten, Präsentationen vorbereiten und Beratungsgespräche führen. Wird er heute wirklich mehr schaffen in der gleichen Zeit? Im Gegensatz dazu ist Lisas Job als Physiotherapeutin körperlich anstrengend. Wir wollen den Leistungsverlauf der beiden vergleichen. Auch Lisa ist die Erste bei ihrer Arbeit und kann sich bereits um Abrechnungen und ihre Terminplanung kümmern. Wenn ich früher in die Praxis komme, ist es schon entspannter. Man kann ein bisschen mehr Arbeit schaffen, weil man nicht das Rein-Raus der Patienten hat. Das steigert auch die Qualität ihrer Arbeit, denn Lisa hat über den Tag verteilt mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten. Und offensichtlich auch zusätzlichen Elan. Jetzt so früh am Morgen fühle ich mich sehr fit. Es kommt dann darauf an, wie es halt über den Tag so ist, aber jetzt ist es noch sehr gut. Genau wie die Top-Manager will Lisa heute ihr Leistungshoch am Morgen voll ausnutzen. Es fühlt sich schon so an, dass ich entspannter mit dem Patienten umgehen kann, einfach weil ich auch entspannter und leichter in den Tag starten kann. Aber ist sie auch wirklich konzentrierter? Mittags macht Lisa für uns wieder den Test. Zur gleichen Zeit absolviert auch Kilian seine Konzentrationsübung. Wie die beiden im Vergleich abschneiden, erfahren wir am Ende des Experiments. 15 Uhr. Wie ist der Zwischenstand für Kilians Arbeitspensum? Also grundsätzlich habe ich viel von meiner Arbeit schon geschafft, die ich mir heute vorgenommen habe zu schaffen. So, von daher kann man schon sagen, dass ich einiges vorwegarbeiten konnte. Klar, so auch in der ruhigen Umgebung ging alles auch ein bisschen schneller. 16 Uhr. Kilian hat bereits mehrere Präsentationen vorbereitet, unzählige E-Mails beantwortet und die täglichen Kundengespräche abgewickelt. Er kann früher Schluss machen und hat trotzdem mehr geschafft als sonst. Auch Lisa hat Feierabend. Normalerweise muss sie abends die Abrechnungen machen. Die hat sie heute Morgen schon erledigt und kann jetzt 2-mal die Woche ihrem Lieblingshobby nachgehen, für das sie sonst fast nie Zeit hat. Wir wollen wissen, hat sie ihren Biorhythmus wirklich nach vorne verschieben können oder schläft sie einfach weniger? Wie sieht es mit ihrer Energie am Abend aus? Also eigentlich bin ich abends ein bisschen früher müde, muss also ein bisschen früher ins Bett gehen. So soll es sein. Und Kilian? So langsam geht's jetzt los, die Augen fallen zu und jetzt sehne ich mich doch schon nach meinem Bett so. Beide haben sich bereits an den neuen Rhythmus angepasst und gehen entsprechend um 22 Uhr schlafen. Noch 3 weitere Tage stehen unsere Probanden früh auf und absolvieren regelmäßig unseren Test. Die Auswertung unseres Experiments. Ein letztes Mal stellen sich unsere Probanden dem Konzentrationstest.
besser als am Anfang. Tatsächlich. Kilians Leistung hat sich deutlich verbessert. Am ersten Tag findet er in 2 Minuten nur 26 Wörter. Am letzten Morgen 42. Lisa findet am letzten Morgen stolze 47 Wörter. Auch sie war morgens deutlich besser als abends. Beide haben ihr Leistungshoch also tatsächlich früh am Tag. Das Ergebnis nach einer Woche: Lisa macht mehr Sport und hat mehr Zeit für ihre Patienten. Kilian erledigt in der gleichen Zeit mehr Arbeit. Jetzt aber das persönliche Fazit der beiden. Wer macht weiter? Ich gehe heute Abend aus. Das heißt, ich stehe morgen auch nicht so früh auf wie sonst. Grundsätzlich war das Experiment super interessant für mich. Allerdings passt das ganze getaktete morgens früh aufstehen und abends auch sehr früh ins Bett gehen nicht mit meinem Arbeits- und Lebensrhythmus überein. Ich war in den Sachen, die ich gemacht habe, ein bisschen ruhiger und habe das auch gewissenhafter machen können und war einfach am Ende des Tages vielleicht nicht ganz so gestresst. Lisa macht auf jeden Fall weiter. Fakt ist, durch das extrem früh Aufstehen der Topmanager können alle ihre Leistung steigern, die vom Biorhythmus her keine extremen Langschläfer sind.